Ja, liebe Zuschauer, am 9. Januar ist es soweit. Dann steigt in Dresden das große Winterderby zwischen den Dresdner Eislöwen und den Lausitzer Füchsen. Bei mir ist jetzt der Geschäftsführer der Dresdner Eislöwen, Volker Schnabel. Ja, die Wochen der intensiven Vorbereitung beginnen für das große Derby im Januar. Was ist denn jetzt in den nächsten Wochen alles zu tun, damit es ein richtig großes Eishockeyfest am 9. Januar wird? Erstmal einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Die Arbeiten haben schon vor Monaten begonnen. Das heißt, dieses Event fordert von der ganzen Crew, von den ganzen Eislöwen einen enormen Aufwand. Und bis jetzt sind wir voll im Plan. Und ab morgen, das heißt ab Dienstag 12 Uhr, beginnt der eigentliche Kartenvorverkauf. Kann man was zu den Ticketpreisen sagen, woran man sich da orientiert? Und der ein oder andere wird es vielleicht wissen von den vorangegangenen Winterderbys und Winterclassics, die es in der DL gab. Also wir haben uns speziell die Preise angeguckt, die in Nürnberg und Düsseldorf von den Zuschauern verlangt wurden und sind bewusst fast bis zu 40% unter diesen Preisen geblieben, um einfach ein großes Event durchführen zu können und möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu bieten, dabei zu sein. Ja, ein Geschäftsführer ist auch ein Geschäftsmann. Mit wie vielen Zuschauern rechnet man denn? Wie viele Zuschauer brauchen denn die Dresdner Eislöwen, damit es am Ende ja kein Risikogeschäft wird? Naja, also wir wünschen und hoffen natürlich auf ein erstmal ausverkauftes Dynamo-Stadion mit 32.910 Zuschauern. Und wenn wir diese Zahl erreicht haben, sind wir mehr als glücklich. Ein sogenannter Break-Even hängt natürlich immer von der Gewichtung der Kartenkäufe ab, welche Karten am meisten gekauft werden und welche nicht. Also Ihnen jetzt eine Zahl zu sagen, wäre vermessen, weil sie mag stimmen oder mag nicht stimmen. Wie gesagt, das gehört natürlich von der Gewichtung der Käufe ab. Einen kleinen Überblick, wie es sich gestalten wird im Stadion, sehen gerade unsere Zuschauer durch die Visualisierung. Kann man denn schon was zum Rahmenprogramm sagen? Wie wird es in etwa an diesem Tag am 9. Januar 2016 ablaufen? Aus heutiger Sicht ist der Einlass im Stadion um 13 Uhr geplant. Um 14 Uhr findet das Spiel der Legenden statt, das heißt der alten Nationalmannschaften der DDR gegen die alte Nationalmannschaft der BRD. Ab 15 Uhr beginnt dann ein größerer Show-Act und dann ab 16 Uhr 10 ist das Warmmachen der Mannschaften und das eigentliche Derby soll um 16.30 Uhr stattfinden. Mag das ja für manche noch ein bisschen skurril klingen unter freiem Himmel. Da kann ja alles passieren. Wir können minus 20 Grad haben, wir können 10 Grad und Sonnenschein bekommen. Inwiefern wird das von den Bedingungen her auf jeden Fall ein Spiel sein, was ja, faire Bedingungen die bietet? Also Minustemperaturen, egal in welcher Höhe, sind überhaupt kein Problem. Bei Plusgraden von über 16 Grad plus, die unwahrscheinlich sind für Januar, hätten wir Probleme. Ansonsten kann es schneien, leicht schneien und es kann auch leicht nieseln. Da findet das Spiel statt. Es darf halt keine 10, 15 oder 20 Zentimeter Wasser auf der Eisfläche stehen. Dann müssten wir uns, wenn die Wetterkonditionen besser werden, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vertrösten, bis das Wasser wieder gefroren ist. Aber normalerweise, solange es nicht stürmt oder hagelt, findet das Spiel statt. Abschließende Frage, wie ist das Echo generell vielleicht bei ja, Medienvertretern überregionalerseits? Wie ist es bei Sponsoren, was dieses Winterderby betrifft? Also ich bin so überrascht von der positiven Resonanz, die wir bisher erfahren konnten, dass wir mittlerweile alle sehr gute Hoffnung sind. Das heißt, wir haben keine Absagen bekommen. Wir konnten gerade für dieses Event auch nationale neue Sponsoren gewinnen. Und ich bin eigentlich recht optimistisch, dass das ein ganz, ganz toller Highlight für den Sport, für den Eishockeysport in Dresden, Sachsen und im ganzen Osten unseres Landes wird.